Sag's mir. Ich bin St. Martin. Tatsächlich? Mit wem hast du deinen Mantel geschert? Ich habe ihn nicht so geteilt, ich habe ihn sogar weggegeben. Mantel? Warum? Was? Also ich war nicht auf dem Pferd unterwegs, auf dem Fahrrad, das war quasi die moderne St. Martin-Variante. Die du aber gar nicht gemacht hast, sondern nur in Theorie. Nee, das ist passiert. Das ist wirklich passiert. Ich hatte einen ganz kuriosen Zwischenfall gestern Morgen. Okay. Ich bin zum Bankautomaten gefahren, um mir Bargeld zu holen, mit dem ich zum Bäcker gehen kann. Okay. Und gehst du da zu so einem Bankautomaten, der 5 Euro Gebühr kostet? Oder du bist doch bestimmt bei so einer Bank, wo es keine Gebühren gibt? Volksbank. Okay, also genau wie ich. Volle Gebühren überall. Ja, wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Ja. Ich bin aber zum Volksbankautomaten gefahren. Ja. Und ich bin super unverantwortlich, ich weiß auch nicht warum. Auf der Warschauer Straße. Genau, da ist der, ja. Und ich bin ohne Brille gefahren, Fahrrad. Das heißt, das war jetzt aber kein Thema, ich komme mir hier zurecht, aber ich sehe halt nicht gut. Ne? Also es war halt morgens, aber auch um 7:30, das war nicht so tragisch. Ja. Aber deswegen konnte ich nicht erst erkennen, ob das ein Mensch ist, der da liegt. Und dann lag da aber tatsächlich vor einem Supermarkt jemand, der da anscheinend draußen, glaube ich, verharrt hat über Nacht. Und es war schon kalt. Mhm. Und es war richtig kalt. Es war echt kalt über Nacht auf jeden Fall. Und ich habe sie dann angesprochen und der war auch ansprechbar und es war aber schwer so zu abzuschätzen, wann, weil der hat mir einerseits klare Antworten gegeben, andererseits aber auch Sachen gesagt, wo ich nicht ganz wusste, was stimmt jetzt hier. Unter anderem mir empfohlen, einen Computerladen aufzumachen, wenn ich es hinkriege. solid Advice erstmal. Ja, und sie so solid, bin mir gar nicht so sicher. Ja, auf jeden Fall, lirum larum, habe ich dann angerufen bei 112, ja, weil es keine andere Option gab. Und dann hat der Kerl aber sehr, sehr eindringlich abgelehnt und gesagt, dass er auf keinen Fall will, ja, weil die schicken dann einen Krankenwagen, ja, und das, ja, wollte auf gar keinen Fall haben und dann kannst du auch nicht erzwingen. Nee. Aber es ist damit geendet, dass ich habe so eine ganz alte Winterjacke, die ich immer nur für die miesesten Temperaturen raushole, die, ja, an sich potthässlich ist. Und da habe ich seit ein paar Jahren und die hat jetzt dieser Typ. Das war das Ende vom Lied auf jeden Fall. Aber das ist natürlich wirklich nett. Ja. St. Martin. Aber St. Martin hat seinen Mantel durchgeschnitten, ne? Was ja auch richtig dumm ist. Eine Hälfte gegeben. Das ist irgendwie ein bisschen so, ja, danke, Digga, was soll ich mit einem halben Mantel? Ja, ne? Vor allem, jetzt haben beide einen halben Mantel, der bringt keinem was. Oder? Normal, also ich meine nicht. Also, dann gib doch ganz weg, St. Martin, wenn du so eine Holy, wenn du so ein Holy Boy bist. Alter. Ja, ist doch so. Wenn du so gönnen kannst, dann gönn halt richtig. Aber mach nicht. Aber geht halben Mantel weg und dann lässt er darüber eine Geschichte schreiben, die 1000 Jahre erzählt wurde oder was? St. Martin, einer der größten Blender in der Geschichte der Menschheit. Hat uns geile Wecken gebracht. Ich feiere diese Martinswecke immer noch krass ab. Ich kann die Tonpfeifen nicht anfassen. Die sind ekelhaft, ne? Ich kann die nicht anfassen. Die sind so ekelhaft, Alter. Das ist auf jeden Fall, der Weck ist lecker, ja, aber die Tonpfeife ist sau ekelhaft. Ich kann die nicht berühren. So. Ja, wilder Einstieg. Wir ranken heute bei dieser One Football Tierlist Champions League Finals von 2005 bis 2020. Und wir haben natürlich uns wieder Kategorien ausgedacht. Ja. Unterstes Tier ist Goldene Himbeere. Das ist der Preis, der für die ganz grottenschlechtesten aller Filme vergeben wird. Yes. Darüber haben wir die Einschlafhilfe. Um uns nicht in Fachdiskussionen verwickeln zu lassen, haben wir keine konkrete gewählt, sondern einfach nur Einschlafhilfen, yeah, im Allgemeinen. In der Mitte haben wir einen x-beliebigen Marvel-Film. Ja. Denn das sind sie, x-beliebig und austauschbar. Trigger! Zweithöchstes Tier ist der Best Picture Award bei den Oscars, natürlich. Ja. Und ganz oben, wie könnte es anders sein, das Meisterwerk Nummer 1 auf der IMDb Top 250, Pompe 2. Ein Vulkan dreht durch. Ich habe das seitdem ganz regelmäßig im Kopf. Ganz regelmäßig. Es ist, das Wort Pompe klingt einfach lustig. Das, ja, ist übertrieben. Und dann auch immer alles nach 2, da kannst du immer noch irgendeinen Satz dranhängen. Es ist scheißegal, ja, das ist alles immer lustig. Und ich habe lustigerweise, am Wochenende habe ich relativ viel Duell um die Welt, einfach alte Sachen mir reingezogen. Ich weiß, ja, nicht warum. Weil ich, manchmal gucke ich mir das an, viele Sachen finde ich langweilig und dann häufig denke ich, das ist so geniales Entertainment, was sie in Phasen machen. Wirklich genial. Und da war, musste... Hast du dazu ein kleines Stück auf seinem Rücken genossen? Oder? Nein! Aber was ist das für eine übertrieben lustige Geschichte? Also ich meine, dass er es nicht gemacht hat, der gute Mickey, vollkommen klar. Aber die Pointe zu haben, dass er sich selbst mariniert über einen Tag lang, ist halt brillant. Die Pointe ist, also, dass er sich selber würzt, die war sehr, sehr gut. Es ist absolut brillant. Der Rest ist hochgradig eklig. Es ist eklig und geschmacklos, auf jeden Fall, ja. Aber die Pointe dafür reicht mir. Reicht mir. Und da musste nämlich Klaas Häufer Umlauf, ich glaube, auf Ätna-mäßig irgendwo runterfahren, auf Ski. Habe ich mir gestern angeschaut. Oh. Und musste an Pompe 2 denken. Wir legen los und passenderweise ist 2005 kein anderes Champions-League-Finale als das 3:2 von Liverpool im Elfmeterschießen gegen den AC Mailand. Also, Pompe 2, Pompe 2. Wieso komme ich denn überhaupt auf 3:2? Das macht ja gar keinen Sinn. Es ging ja 3:3 aus und dann ins Elfmeterschießen. Und das Elfmeterschießen endete 3:2. Aha!
Ja. So haben wir es jetzt. Es ist Pompe 2, weil es einfach das Champions League-Finale aller Zeiten ist. Es ist das Finale. Es ist das Finale, ja. Gefolgt von wahrscheinlich 99, würde ich fast wahrscheinlich glauben. Ja, das ist gut möglich. Aber, gut möglich. Also, da gibt es keine Diskussion, Pompe 2. Da müssen wir uns auch gar nicht länger drauf aufhalten, dann machen wir einfach weiter, würde ich behaupten, oder? Jetzt sind wir, also, sind im Finale nicht so gerecht geworden, wie ich finde. Ich würde nur gerne sagen, wer hat dieses Finale gewonnen? Didi Hamann. Didi Hamann. Bei so allem, was man sagen kann über Dinge, die manchmal gesagt werden heute, die fragwürdig sind, dieses Champions League-Finale hat Didi Hamann gewonnen. Ist so. Einfach. Zweites Tor vorgelegt und im Elfmeterschießen. Einfach vorangegangen. Ja. Frei nach Paul Breitner, alle hatten die Hosen voll, bei mir lief es ganz flüssig. Hat er den reingenagelt. Ansonsten ja, wunderbares Spiel. Würdest du gerade noch irgendwas sagen, oder? Du hast gerade ausgeholt. Du hast gerade tief eingeatmet, um irgendwas zu erzählen. Ja, er wurde auch eingewechselt. Ne? Ja. Also, das ist wirklich, also er wurde eingewechselt, dann seine ganze Präsenz hat dieses Spiel verändert, muss man wirklich sagen. Ansonsten wollte ich noch sagen, der Pass, den Kaká beim 3:0 auf Crespo spielt, ist einer der besten Pässe aller Zeiten. Die Mailänder Mannschaft soll ja angefangen haben zu feiern in der Kabine. Nach allem, was man gehört hat. Danach. Ja? Ja, ja, ja. Scheinbar sind sie, also die eine, Pirlo hat, glaube ich, mal gesagt, sie sind in die Kabine gekommen, haben sich angeguckt und haben alle angefangen zu lachen. Weil sie einfach nicht gewusst haben, wie fühlen wir denn jetzt hier plötzlich 3:0? Die haben ja gar keine Chancen so. Und ja, hat sie eingeholt und hat dem AC Milan einen richtigen Knacks mitgegeben für 2 Jahre. Und sie brauchten eine Revanche. 2006. Barca gegen Arsenal. Es ist natürlich... Skandalfinale. Skandal, warum? Weil Jens Lehmann rot gesehen hat? Ja. War natürlich eine ganz klare rote Karte aber. Und ich erinnere mich da noch ganz genau dran, diese rote Karte, ja sehr, sehr früh, 17. Minute, und das Spiel war entschieden für mich. Ich danach war komplett klar, obwohl Arsenal in Führung gegangen ist, habe ich nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass Barca das gewinnen wird. Und ja, guess what? So war es am Ende auch. Kannst du dich erinnern, wo du geschaut hast, das Spiel? Tatsächlich keine Erinnerung dran, keine konkreten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann mich erinnern, dass wir, dass ich bis kurz vor Anpfiff auf dem Garagenhof von meinen Eltern gekickt habe mit dem Nachbarn. Demnach habe ich es höchstwahrscheinlich zu Hause geschaut. Im Zweifelsfall ist die Antwort immer Garagenhof. Wirklich? Bei mir auf jeden Fall. Hast du auch viel auf Garagenhöfen gespielt? Nee, im Dorf gab es keine Garagenhöfe so richtig. Wir haben auf der Straße. Das habe ich ja schon mal erzählt. Irgendwann habe ich angefangen, als ich so 13 war, auf die Garagen zu taggen. Mit meinem persönlichen Tag. Den ich auch bei meinen Eltern im Keller irgendwo hingemacht habe. Und dann versuche ich meinen Eltern zu erklären, das war ich nicht. Was? Kinder sind dumm, Alter. Ja, 2:1 geht's aus und... Bist du über das Taggen hinausgekommen in deiner Erfahrung? Nee, nur das, was ich schon mal erzählt habe, dass ich dann irgendwelche blöden Frankfurt-Sachen irgendwo hingespielt habe. Aber nichts Spektakuläres. Aber wie gesagt, meine Eltern haben mich auch angesagt, ja klar, war's denn nicht, klar. Aber ist im Keller auf der Werkbank, steht selbe wie draußen auf der Garage. Ähnlich wie der Kumpel von mir, der ganz früh angefangen hat zu rauchen, so mit 13 oder sowas. Und wir waren bei dem zu Hause und der hat dann unten vor... Die hatten eine Außentreppe in den Keller runter. Und der hat dann da vor der Tür hat er geraucht. Ja. Und dumm wie er halt war, seine Kippenstummel aber da liegen lassen. Und einfach eiskalt behauptet, ich wollte das nicht, der Niklas raucht. Ich Fußballverein, dreimal die Woche Training, mich in die Pfanne gehauen. Und jahrelang haben die Eltern geglaubt, dass ich so ein krass negativer Einfluss wäre und nicht so skeptisch im Auge gehabt, weil er einfach nonchalant behauptet hat, nur Niklas raucht. Gut. wir müssen 2006 ranken und ich sag dir, ich gehe direkt in die Marvel-Kategorie. Würde ich auch sagen, ja. Das war kein großartig besonderes Finale. Beliebig, weil ich habe, für Arsenal-Fans und Barcelona-Fans wird das nicht beliebig gewesen sein, ja, aber in meiner Wahrnehmung von Champions-League-Finals ist das eins, was keine große Rolle spielt. Nee, es ist auch so. Es sind natürlich trotzdem ein paar schöne Geschichten drin. Henrik Larsson, der wahrscheinlich sein bestes Barca-Spiel gemacht hat in diesem Finale. Und Barca hat ja auch erst spät gewonnen, aber es fühlte sich für mich, das hat mich nicht überrascht, das weiß ich noch. Und Marvel, straight up. Ist ja nichts Schlechtes. Weiter geht's mit der Revanche. 23. Mai 2007, der AC Mailand besiegt Liverpool mit 2:1. Zweimal Pippo Inzaghi nach Vorlage von Pirlo und Kaká. Und das ist eben ein Spiel, was so wichtig war, weil es Teil 2 war. Ja. Das gab diesem Spiel was. Das hat dieses Spiel wichtiger gemacht, als es der Spielverlauf hergegeben hat eigentlich. Das Spiel an sich war ja unspektakulär, weil Milan einfach besser war. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war ja auch Didi Hamann nicht mehr da zu dem Zeitpunkt. Der war, glaube ich, zu City gegangen. Der spielte noch zu dem Zeitpunkt. 2007 könnte er noch bei City rumgehangen haben. Das mag sein. Ich kann das nicht konkret beantworten.
Daniel Agger hat gespielt. Das ist richtig. Die alte Legende. Ja, er hat doch sogar hier eine Vorlage gemacht für Dirk Kuyt in 89. Das ist, ja, ist auch ein Spieler, wo ich sage, who knows, ohne die ganzen Verletzungen. Das stimmt. Der war echt eine Maschine. Ich weiß noch, so das war ja 2007, das war ja auch die ersten ernstzunehmenden FIFA-Karriere-Modi. Und da war Daniel Agger auf jeden Fall absoluter Topspieler, den du dir holen konntest, und es ging in die richtige Richtung. Auch so eine Innenverteidigung, die du wahlweise auch vor der Clubtür einsetzen kannst. Daniel Agger und Martin Skrtel. Das also ist nicht richtig, aber Skrtel hat ja nicht gespielt. Aber ne? Das war ja später dann ein Duo, ja. Und die beiden auf jeden Fall auch Türsteher-Format. Auf jeden Fall. Skrtel, angsteinflößend. Hier aber Jamie Carragher unterwegs gewesen. Und da muss ich, glaube ich, zwangsweise in Richtung Einschlafhilfe gehen. Nicht, weil ich irgendwas den Mannschaften was Böses will, sondern weil das Finale einen relativ straighten Verlauf hatte und da war irgendwie vom Gefühl her... Keine Gefühle. Vom Gefühl her keine Gefühle. Vom Gefühl her keine Gefühle. Vom Gefühl her einfach war Milan einfach zu gut in dem Spiel. Ja, ich gehe eins höher, ich gehe Marvel. Ja. Eins höher, weil eben die Erwartungshaltung da war nach diesen 2 Jahre vorher. Es fühlte sich so sehr, das weiß ich noch, nach der Rache an und daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Also gehe ich Marvel und das nächste Spiel, das ist was Besonderes. Das ist ein Hammerfinale gewesen. Der Regen von Moskau. Richtig. 2008, Manchester United gewinnt im Elfmeterschießen 6:5 gegen den Chelsea Football Club nach Toren von Cristiano und Frank Lampard in der regulären Spielzeit. Und natürlich auch alleine schon diese Torschützen sind so symbolisch für diese beiden Mannschaften. Ja. Also es ist der absolute Wahnsinn. Dieses Spiel habe ich geschaut am Veluwemeer in Holland auf einem kleinen Fernseher angeschlossen in einem Campervan. Das ist die zweitwahrscheinlichste Antwort. Entweder ist der Garagenhof oder das Veluwemeer. Das Veluwemeer kommt nochmal. Das habe ich, glaube ich, wir waren da in Dänemark und haben das da mit Familie geschaut. Und mein Opa ist ein großer Manchester United-Fan. Und du bist ja auch auf jeden Fall. Ich bin auch schon verbunden, definitiv. Damals 100% wahrscheinlich mein CR7-Trikot getragen, wo echt noch C. Ronaldo drauf stand, nicht nur Ronaldo. Mhm. Und das war ein wildes Finale. Das war echt, vor allem, weil das jetzt eine Dramaturgie hatte, die halt hinten raus wahnsinnig wurde. Unglaublich. Weil Chelsea sah ja im zwischenzeitlich wie der, 100%. Wie der Sieger aus in diesem Elfmeterschießen. Ja, und man hatte auch einfach... Ja, genau das ist es eben. Ich weiß nämlich noch, dass man einfach das Gefühl hatte, bei Chelsea, ist ja Ballack war der erste Schütze, und dann hat ja ausgerechnet Cristiano eben nicht getroffen. Ja. Und man hatte einfach das Gefühl, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Das ist zu souverän. Und dann John Terry. John Terry verschießt den Elfmeter und hinten raus dann Anelka auch noch. Und Ryan Giggs ist es dann auch noch ausgerechnet, der für in seiner, zu dem Zeitpunkt, 15. Saison wahrscheinlich für United, den entscheidenden Elfmeter macht und Manchester seit 2009 den ersten Titel beschert. Mann wie Ryan Giggs, der kennt halt nichts, ne? So ist es. Das ist tatsächlich leider so. Das ist also, kennt keine Freunde, wer im Privatleben so eiskalt ist, der hat auch mit dem letzten Elfmeter im Champions-League-Finale keine Probleme. Genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist natürlich der erste Champions-League-Titel für Cristiano Ronaldo. Ja. Der erste von vielen, der erste von 5. Geweint, Alter, wie der geweint hat. Ja, nach seinem verschossenen richtig zusammengebrochen. Ja. Oh, shit. Und mir hast du Michael Ballack so leid getan. Ich hatte richtig Gefühle für Michael Ballack, dass er sich das verdient hatte. Auch Peak Michael Ballack immer noch. Ein unglaublich dominanter Spieler. So ein Wandschrank da im Mittelfeld, Alter. Lampard Ballack einfach zusammen. Das war ein solches Powerhouse. Das war ein geiles Finale. Ja. Nee, Ballack war auch derjenige, mit dem ich da am meisten gefühlt habe. Was generell... Ja. Ballack ist so einer der Spieler, dem man so sehr einen dieser großen Titel gegönnt hätte, auf jeden Fall. Er hat ihn auch verdient. Ja. Und er ist einfach einer von den Spielern, die es dann am Ende nicht geschafft haben. Und das, obwohl er natürlich überhaupt keine erfolglose Karriere hat. Ja. Ich meine, er hat, glaube ich, 6 oder sowas Meisterschaften geholt. Ich meine, viel mehr kannst du nicht erwarten. Wie gesagt, Luka Jovic schon 5 Meisterschaften. Ist ganz verrückt. Er hat Belgrad 2-mal. 2-mal in Lissabon ohne irgendwelche Einsatzzeiten großartig. Und bei Madrid. Ja, macht er doch auch. Einfach 5 Meisterschaften. Gute Titelsammlung. Pompe 2. Hätte ich auch gesagt, ja. Absolutes Top-Finale. Also für mich persönlich vielleicht sogar ein... Eins drüber noch. Ah, nee, Pompe 2 ist doch das Größte. Ja, klar. Ja, doch. Pompe ich gehe ins Größte. Das war für mich ein absolut ikonisches Finale. Weil vor allem ist ja auch, ich habe es ja in diesem Umfeld geschaut, wo du eigentlich dann so... Du guckst so ein bisschen und dann, es war draußen und man hat irgendwie ein paar Bier getrunken und so was. Und ich weiß noch aber, dass wir trotzdem irgendwie ab der 60. Minute alle vor diesem Camper standen. Es war halt auch damals diese große Rivalität Chelsea und Manchester United und dann diese ganze Atmosphäre. Ich glaube, das Spiel hätte einen ganz anderen, also gut, der wäre Terry auch nicht ausgerutscht, wenn es nicht so krass geregnet hätte in Moskau. Ja. Diese ganze Atmosphäre hat dem Spiel so was Episches gegeben. Ja, fand ich auch. Es war eine Schlacht. Ja. Es war eine Schlacht. Weniger eine Schlacht war das Finale im Mai 2009. United kehrt zurück, will den Titel verteidigen
Und kriegt vom Barca komplett den Zahn gezogen. Geht einfach nicht. Komplett den Zahn gezogen. Das wird, genau das wird nochmal kommen in 2 Jahren, glaube ich. Ja. Wo United einfach das große Pech hatte, ins Finale zu kommen in Jahren, in denen es eine Mannschaft gab, mit der einfach keiner... Konnte einfach keiner mitspielen. Keiner mitspielen. Ganz einfach. Ja. Eto'o nach 10 Minuten, Messi, der legendäre Kopfball nach 70 Minuten. Und das Spiel ist entschieden und es fühlte sich halt dank dieses Tors in der 10. Minute einfach auch so an. Man hatte nicht das Gefühl, dass hier irgendwie was entgleiten kann. Und tatsächlich ein Finale, wo ich außer den Kopfball von, also außer den beiden Toren, kann ich mich an überhaupt gar nichts erinnern von diesem Finale. Nee. Und das heißt für mich, mit gar keinem Disrespect, aber es ist einfach eine subjektive Wahrnehmung, ich gehe in die goldene Himbeere, einfach aus dem Grund, weil es für mich so klar war, wer dieses Ding gewinnt. Da war keine Spannung für mich in diesem Finale. Ich weiß auch nicht. Ich bleibe bei der Einschlafhilfe, weil ich trotzdem anerkenne, wie gut Barcelona einfach war. Und habe noch andere Finals im Kopf, die für mich goldene Himbeere mehr verdient hätten als dieses. So, also hab ich mich wieder in die Falle gesetzt. Möglicherweise sitzt du in der Gyrosbomber Falle. Ja. Wir schauen mal. Es ist so. 2010. Die Bayern sind zurück. Nach 9 Jahren kehrt man zurück ins Finale gegen Inter Mailand und ist einfach absolut nicht bereit dafür. Ganz einfach. Ja. Das Spiel hättest du 50 Mal spielen können. Und Bayern hätte nicht ein Spiel gewonnen davon. Du hast halt zu dem Zeitpunkt gegen die zynischste, abgewichsteste Mannschaft gespielt, gegen die man spielen kann. Das waren einfach Veteranen durch und durch. Auf der anderen Seite, ja. Die auch irgendwie komplett auf, die waren auf José, wie man auf Stoff sein kann. Ist so, ist ja, 100%. Das war einfach dieses Ding von, wir verlieren das hier nicht. Ja. Lass sie doch kommen. Und Ivica Olic, habe ich irgendwie in Erinnerung, hat sich da hart gegen die Niederlage gestemmt, aber alleine kannst du auch nicht viel machen. Das war doch auch das, wo Bayern überhaupt erst gegen Manchester so ins Finale gekommen war? War das nicht der Volley von Robben? Ja, das war so wild, ne? Alter. Das war so der krasseste Ausscheidungsspiele. Und Van Beuten? Das späte Tor, war das auch das Jahr? Naja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall die Saison. Dieses Finale allerdings, es war für die Bayern einfach zu früh. 2 Jahre stellte sich heraus, zu früh mindestens. Und was gibst du? Ich glaube, ich gebe eine Einschlafhilfe. Ich weiß noch, wir saßen damals in der Kneipe beim Public Viewing bei uns im Dorf. Und damals haben wir noch für die Bayern gehalten, ich auch. Weil deutsche Mannschaft, das war so unsere Philosophie damals, noch meine noch. Ja. Und da hat eine weiße Thekenfliege gesagt, wenn das ein Arschloch ist, dann ist das ein Arschloch. Das ist mir scheiße, ob das aus Deutschland kommt oder aus Italien. Was also, eine sehr, sehr richtige Aussage und damit hat er begründet, dass er eben nicht für die Bayern hält, aus seiner Sicht. Und bin ich auch von dieser deutsches Team, muss ich verhalten, Haltung auch abgerückt. Ja, verstehe ich. Wobei man sagen muss, es ist, glaube ich, kein einziger Italiener in der Startformation schon von Inter. Einschlafhilfe finde ich fair. Ich habe es geschaut bei meinem Kumpel Giro Stenger und ich weiß auch, das war ernüchternd zu gucken. 35. Ja. 70. Das sind auch so Zeitpunkte mitten reingekracht. Wobei, ich korrigiere mich und ich gebe Marvel-Film nicht wegen des Spiels, sondern wegen des Drumherums, was sich danach auch noch um Inter entfaltet hat. Und wenn ich diese Szenen vor Augen habe, wo draußen Materazzi und Mourinho stehen und weinen, sich in den Armen liegen. Und beide wissen ja auch, das ist Schluss, das ist Schluss danach, das war's. Ja, das ist das, fair. Das hat, auch wenn das Spiel selbst nicht so krass war, hat das eine Gesamtatmosphäre gehabt, die für mich zumindest einen Marvel-Film verdient hätte. Weißt du was, ich passe mich an, ich gehe auch mit und ich ergänze noch, weil es der Wiederaufschwung der Bayern war nach einer Zeit, wo man dachte, der FC Bayern verabschiedet sich gerade aus den Top-Vereinen in Europa, weil es sah einfach so aus Mitte der 2000er. Ja. Also gehe ich auch auf Einschlafhilfe, denn es war, Louis van Gaal hat sie zurückgeführt. 2 Jahre später, du hattest es gerade eben angekündigt, im Jahr 2011, also 2 Jahre später nach deiner letzten Ankündigung, Barca Manchester United, 3:1 für Barca. Pedro, Rooney, Messi, Villa. Einfach not fucking playable. War einfach so. Wir hatten damals, das weiß ich noch, bei uns zu Hause, hatte ich Public Viewing gemacht. Oder also Freunde aus der Oberstufe waren, also Abi-Kollegen, Schulkollegen bei mir zu Hause gehabt. Groß gegrillt und großer Hype ums Finale. Und selbst nach dem Ausgleich von Wayne Rooney, das war wieder, also Barca hat sich damals einfach immer so angefühlt, als ob du sagen könntest, ja, es ist egal, ob die anderen jetzt führen oder ob die ausgleichen. So, ein bisschen wie Bayern in einem guten Tag in der Bundesliga. Ja. Du denkst, was sollst du machen? Übrigens wild, Fabio spielt von Anfang an bei Manchester United in diesem Champions-League-Finale. Ja. Es ist ja eigentlich so, wenn man drauf guckt, wild. Also Fabio, Park, Javi Hernandez. Also ja, Javi Hernandez. Wirklich verrückt, ja? Ja. Es ist am Ende des Tages, aus der ganzen Liste her, ist das vielleicht das Finale, das mich am wenigsten erinnern kann. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da einfach nichts Spektakuläres mit in Verbindung.
das Spektakuläre ist auch nicht. Außer, dass ein Typ damals Reh mitgebracht hat zum Grillen. Reh? Rehfleisch, ja. Ah, und hat geschmeckt? Meine erste Wilderfahrung, glaube ich. Und magst du, mochtest du Wild, als du noch Fleisch gegessen hast? Ich fand es damals gut, ja. Also mittlerweile spielt es natürlich keine Rolle mehr im Live. Ja. Und der Typ ist aber auch, dann hat sich dann dahin entwickelt, mittlerweile hat er irgendwie einen Jagd-YouTube-Account. Also das ist dann auch irgendwie die Reise gewesen, auf die er gegangen ist. Man muss ja dazu sagen, dass Jagen, wenn's, also richtiges Jagen zur Bestandserhaltung natürlich tausendmal besser ist, daraus Fleisch zu konsumieren, 100%, als aus der Maschen. Was ich nicht mag, ist Treibjagd oder Trophäenjagd. Großwildtierjagd, alles Wahnsinn. Aber ich finde auch, wenn jemand in einem bestandsregulierenden Kontext ein Tier schießt und das wird verwertet, dann ist das tausendmal besser, als dir die 600 Gramm Pute zu holen. 100%, für 2,99. Ja, ganz, gar keine Frage. Ich gehe mit diesem Finale, jetzt habe ich aber Sätze, Barca United, glaube ich, schon in die goldene Himbeere gepackt. Das klingt ja so, als würde ich die Vereine haten wollen, was nicht der Fall ist. Aber es ist einfach für mich, ich glaube auch, dass... Ich bleibe bei der Einschlafhilfe, sage ich direkt. Ich hatte doch gerade eben, das erste habe ich doch goldene Himbeere gegeben. Ich glaube schon, ja. Dann, das ist für mich dasselbe in grün. Ich muss wieder gelbe Himbeere geben. Ist das der Weg, den du gehen musst? Ja, goldene Himbeere, auch für dieses Finale. Und dann sind wir angekommen im Mai 2012 in München. Finale der Horm. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen Kontakt zu Sky, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, der mich in jedes Spiel reinschmuggeln konnte. So auch zu diesem. Und ich bin mit zwei Kumpels, einer davon riesiger Bayern-Fan, nach München gefahren. In der Hoffnung, dass er uns alle reinmogeln konnte. Aber er hat gesagt, nee, ich kann nur dich reinbringen, weil ich war zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Mal bei Spielen gewesen. Mhm. Das heißt, so die anderen Leute konnte er ganz gut vorbeischleusen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass es keiner macht, weil ich es irgendwie unfair fand, dass ich dann drin bin. Das ehrt sich auf jeden Fall. Und dann haben wir es in der Kneipe geguckt, wo in der 84. Minute die gesamte Kneipe auf Tischen stand, weil man der Meinung war, it's coming home. Die Bayern gewinnen gerade das Champions-League-Finale zu Hause. Und da, um dann einen der epischen Herzensbrüche zu erleiden, die Champions League Finals halt so hergeben. Ja, ich glaube, wir haben das beide schon mal komplett unsere Geschichten zu dem Finale erzählt. Ja. Weil haben wir nicht mal schon mal größte Comebacks gerankt oder ich sowas? Ich glaube und auch. Da war das dabei. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon darüber geredet. Ja, weil das kommt mir alles bekannt vor. Dann, ich habe noch im Ohr noch, der, wie du den Gang zum Auto beschrieben hast, mit, mit diesen leeren Menschen. Wo um uns herum sind tausende Menschen, alle tragen Bayern-Sachen und niemand sagt ein Wort. Das war wirklich eine der gruseligsten Sachen. Das war wirklich Zombie-Apokalypse. Ja. Das wäre so Wahnsinnsspiel. Wahnsinnsspiel. Rom verschießt den Elfmeter, Schweinsteiger verschießt im Elfmeterschießen den Elfmeter, Drogba, David Luiz, Now Goal, so viele Geschichten im Spiel. So viel kondensiert auf einen Haufen an Storyline. Ja. Im Hintergrund das Wissen, dass das die einzige Chance war, die Bayern noch hatte, diese Saison im Endeffekt zu retten, weil die verlieren. Ich weiß nicht, was zuerst kam. Ob das erste Finale der Home Cup oder das Pokalfinale, das weiß ich nicht mehr. Das war aber das Pokalfinale, was sie dann auch 5-2 verloren genau, in Dortmund, Meister haben. Wurde Dortmund. Ja. Also das wäre die Chance gewesen. Ja. Also das war, glaube ich, eine der bittersten Bayern-Saisons aller Zeiten wahrscheinlich. Davon bin ich überzeugt, ja. Vielleicht sogar die bitterste von der ganzen Dramaturgie her. Und das ist ganz klar ein Pompe-2-Finale gewesen. Ja, da bin ich komplett dabei. Ich habe jetzt auch gerade mal auf die Elfmeterschießen geschaut, Olic und Schweinsteiger für die Bayern und Mata für Chelsea. Ja, das war krass. Das war wirklich krass. Pompe 2, müssen wir drüber reden. Die Bayern waren aber nicht fertig. Sie haben es gegen London in München verloren, also müssen sie sich am nächsten Jahr rächen in London gegen Dortmund. Die große Storyline ist zu diesem Zeitpunkt ja wirklich so ein bisschen, holen die Dortmunder gerade die Bayern? Ne? Ja. Ne? Zweimal Meister geworden. Und in diesem Finale in London, fand ich, merkte man den Bayern die Nervosität darüber ganz extrem an. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass in dem Finale Franck Ribéry vom Platz fliegen muss. Und für den Schlag gegen Robert Lewandowski. Das ist richtig. Da stehe ich nach wie vor zu. Es war noch eine zweite Situation, die schwierig war. Dante hat einen Elfmeter verursacht, ne? Ja, genau. Hat Ilkay Gündogan. Da wurde, glaube ich, diskutiert, ob er runtergehen könnte. Ja. Für das Foul, das weiß ich nicht mehr genau. Aber hatte, glaube ich, schon gelb. Ja, guck mal, Dante sieht nämlich in der 29. Minute gelb und verursacht den Elfmeter in der 68. Ja. Ich glaube, die Diskussion war, ob er dafür gelb-rot sehen muss. Also das habe ich nicht mehr so präsent. Aber die Aktion von Ribéry habe ich als klare Rotvergehen eigentlich abgespeichert. Aber das ist natürlich mittlerweile Makulatur. Das ist 8 Jahre her, die Bayern haben das Ding gewonnen. Ist so passiert, völlig fein, es war... vielleicht das beste Jahr für den deutschen Fußball seit Ewigkeiten, was Clubfußball 100%. Angeht. Also allein, weil, ich weiß noch, vor diesen Halbfinals war, glaube ich, die international einhellige Meinung, okay, wir bereiten uns schon mal vor auf Real gegen Barca. Ja.
Und ja, das war so ein bisschen, glaube ich, der Vibe, der so da war. Dortmund war so geil. Ja. Boah, war Dortmund geil in diesen beiden Jahren. International, das weiß ich noch. Die Dortmund-Spiele in diesen beiden Saisons. Im Jahr vorher haben sie, glaube ich, der Realsieg war, glaube ich, das Jahr vorher, oder? Als sie Real rausgehauen haben? Mit viermal Lewandowski. Vielleicht war es auch das ja. Ist auch gar nicht Nee, hier war das Halbfinale gegen Real mit dem Viererpack Lewandowski und dann in Madrid verloren. Ja. Aber hat gereicht. Das, okay, das hier war Viertelfinale Malaga, Halbfinale Real. Das war ja ein Wahnsinnstrip. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Saison haben wir die Dortmund-Internationalspiele mit meinen Unikollegen immer bei einem Kumpel geschaut. Ja. Und es waren Feiertage. Es hat so Bock gemacht, Dortmund international zu kommen. Grandios. Es war, man wusste einfach, was man kriegt. Es war einfach nur grandioses Spektakel. Ist einfach so. Und es war ein hochwertiges Finale. Ja, war's. Also, und 89. Minute, Dramatik pur. Ja, also das muss man wirklich sagen. Also ausgerechnet Robben. Aber wenn man jetzt drüber redet, kann man das eigentlich nur pumpen. Ich glaube, ich lasse nur Pompe oder eins drunter zu. Nichts, ja, natürlich, anderes. Das ist vollkommen klar. Ich bin nur gerade mit mir selbst am ausdiskutieren, ob ich das pompe oder nicht. Das ist alles, was ich gerade mache innerlich. Es war auf jeden Fall ein tolles Finale. Es war qualitativ vom Spielerischen her sehr hochwertig. Ja. Zwei tolle Mannschaften. Ich mach Pompe. Ja, muss man eigentlich. Also ich mach Pompe. Die Bayern hatten sich auch verdient dann. Ne? Ein deutsches Finale war, man kommt das schon mal vor. Also aus unserer Perspektive muss es eigentlich ein Pompe-Finale gewesen sein. Finde ich auch. Zu jedem Finale bin ich nach Hause gefahren, um mit dem besagten Bayern-Fan zu gucken. Habe ich dann in Wiesbaden gemacht. Das war noch die Zeit, als ich noch viel regelmäßiger nach Hause gefahren bin. Ich war ja sogar in London. Ich war ja in London, habe mich da mit einem vom Frühstücksfernsehen angelegt. Das waren große Zeiten. Angelegt? Ja. Nach dem Spiel hat er mich irgendwie, eine Kamera in der Fresse gehabt. Das war eine ganz komische Situation. Ich war auch voll wie ein Eimer. Ne? Deswegen hast du was bedingt auf dem Schirm, aber irgendwie sind zwischen dem Typ und mir auf jeden Fall bösartige Worte gefallen. Kam er später zum Currywurst essen und du hast ihn vergiftet? Nee, das nicht. Schade, hättest du ja sagen sollen. Ja. Mai 2014. La décima. Ah, la décima. Los mayores jugadores del mundo. So wurde mir vorgestellt, ist das heute. Es ist ein Madrid-Derby im Champions-League-Finale und es ist das erste von zwei. Ja. 4:1 gewinnt Real nach Verlängerung. Diego Godin in der 36. Minute und es sieht alles so aus, als würden sie es machen. Und sie hätten noch verdient gehabt. Natürlich. Also. Aber dann kommt Sergio Ramos. Sergio Ramos macht nichts lieber, als in aller wichtigsten Momenten da zu sein und schädelt in der 90. Minute zum Ausgleich ein. Und dann sind sie gebrochen. Gareth Bale 110. Minute, Marcelo 118. Und dann Cristiano. Cristiano zieht sich mal auf. Das war so frech. Peinlich. Ganze Finale abgetaucht, überhaupt keine Rolle gespielt, gefühlt. Und dann haut er da diesen Jubel raus. Ja. Wirklich kompletter Wahnsinn. 4-1. Für alle, die es nicht gesehen haben, er macht am 120. das 4-1 per Elfmeter und macht sich dann topless, holt sich die gelbe Karte ab. Es ist natürlich für Real ein absolut historischer Titel gewesen. Ja. Der 10. Und aber trotzdem hast du auch für Atletico so ein bisschen. Natürlich, also ich habe da in beiden Finals immer für Atletico gehalten. Ja, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich überlege gerade, wo ich es geschaut habe. Ich kann mich erinnern, dass ich so richtig gattet war, als Sergio Ramos getroffen hat. Das ist mir richtig so. Oh, ja. Oh. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich es geschaut habe. Man wusste halt in dem Moment, wo der Ball drin war, die verlieren das jetzt. Ja, na klar. Also das war klar. Du bist nicht 60 Minuten in diesem. Nee, als Außenseiter. Es war tatsächlich komplett klar. War ein gutes Finale. War ein sehr gutes Finale, auf jeden Fall. Also wurde leider in der Verlängerung, wurde es seitdem nicht mehr ganz gerecht, was vorher passiert ist. Die Sache ist halt, du hast natürlich immer, bei diesen Atletico-Finals kriegst du natürlich kein spielerisches Feuerwerk und denkst dir, wow, was ist das hier gerade für ein Zauberfußball, der uns geboten wird. Aber die Dramaturgie des Spiels, Stadtderby Real gegen Atletico, Sergio Ramos in der letzten Minute mehr oder weniger mit der letzten Chance rettet dieses Finale, rettet ihn in der Verlängerung. Das ist für mich nicht Pompe, aber es ist auf jeden Fall Best Picture. Finde ich auch. Best Picture. Weil das tatsächlich wie ein Drehbuch ist, was geschrieben worden ist. Ey, weißt du, ob ich mein Handy am Wochenende fallen gelassen habe? Mein Handy ist jetzt komplett am Arsch. Merkel, mach Handy-Reparaturshops auf. Wann kann ich das wieder machen? Ernsthaft. So, weiter geht's. Habe ich im Veluwe mehr geguckt. Natürlich. Letzte Mal, dass ich da war. Es ist im Juni 2015 trägt es sich zu Juve gegen Barca. Juve, endlich wieder Champions League-Finale, die Schmach auswetzen. Ja, das wird nichts. Rakitic trifft zum 1:0, Morata macht den Ausgleich und dann Suarez und Neymar in der 90. Minute. 3:1 gewinnt Barca, zementiert sich selbst damit als eine der dominantesten Mannschaften der letzten 15 Jahre. Ja. Und Juventus ist da, das passiert, was davor United und Barca passiert ist.
Du hast sie in einem Jahr erwischt, wo du einfach gegen Messi, Neymar und Suarez spielen musstest und das ist nicht fair. Du konntest nichts machen. Du konntest einfach nichts machen. Und genau so hat sich das Spiel angefühlt, leider. Jetzt ist meine einzige Sache, an die ich denke, war das Jahr mit dem 6:1 gegen PSG? Das ist eine sehr berechtigte Frage, aber ich glaube, das war später. Nee, ich glaube, das war das Jahr. Ich glaube, das war alles dieselbe Saison für Barcelona. Was ja so absurd ist, wenn man darüber nachdenkt. 4:0 hatten die, glaube ich, in Paris verloren, oder? Ja. Das müsste das Jahr gewesen sein. Ich meine, das war das Jahr unter Enrique. Ja. Boah, war es das? Oder war es ein Jahr später? 15 fühlt sich sehr lange weit weg an dafür irgendwie. Aber ich wüsste nicht, was da... Nee, ich glaube, es war das Jahr. Also ich weiß es nicht, aber ich lege mich persönlich fest, dass es das Jahr war und dass alles Teil derselben Geschichte war. Ja, ist möglich. Ich sage nur, es fühlt sich einfach weit weg an, aber wir sind auch alt. Wir sind auch alt. Es ist 6 Jahre her. Ne? Das ist eine lange Zeit. Aber ja, es war eine sehr, sehr gute Barcelona-Mannschaft. Also... Ich ärgere mich jetzt, dass ich die goldene Himbeere da so verteilt habe, weil jetzt muss ich wieder dasselbe machen. Es ist ja wieder dieselbe Storyline, wie du gesagt hast, wie mit United vorher. Ich gebe hier sogar einen Marvel-Film raus. Ich gebe einen Marvel-Film raus und das ist das, was ich dazu sagen möchte. Ich gebe Pompe 2. Mir scheißegal, ich muss jetzt Barca einmal Credit geben dafür, was sie gemacht haben. Kannst du mich nicht davon abbringen, ist so. Es ist so. Ja, aber darum geht es überhaupt nicht, Mannschaften Kredit zu geben, sondern das einzelne Finale zu bewerten als Unterhaltungsprodukt. Das war das geilste Finale, was ich je gesehen habe. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, das ist wild auf jeden Fall. Ja, man muss auch immer wild sein. Ich muss jetzt einmal, damit ich nicht hier dastehe, als würde ich die ganze Zeit in Barca-Finals runterranken, was ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist. Weil das einfach nur heißt, dass Barca so dominant war. Ja, das EM-Finale 2012 war Schrott aus Zuschauerperspektive, weil Spanien hat Italien 4:0 weggeklatscht. Ja, ne? Ist richtig. Ich gehe trotzdem. Pompe 2, ist mir egal, da steht's jetzt. Musst du mit leben. Weiter geht's. Oh oh. Da sind wir wieder. Der nächste Hardback für Athletik. Also, da musst du schon ein starker Mann sein, aus Simeone-Perspektive auch, wenn dir das zweimal passiert. Wenn du zweimal an deinem ärgsten Rivalen. Wenn der dir den größtmöglichen Triumph verwehrt, das ist schon scheiße, das tut schon weh. Das Finale 2016 geht nach 1:1 zwischen Atletico und Real in die Verlängerung. Guess what, für Real trifft Sergio Ramos. Ja. Sergio Ramos. Und im Elfmeterschießen gewinnt Real Madrid. Letzter Elfmeter, Cristiano Ronaldo. Hat er eigentlich das T-Shirt ausgezogen? Nee, ne? Irgendwann schon. Ja. Irgendwann wird er topless gewesen sein. Ja, irgendwann war er topless. Es war, was hier das Bittere an dem Finale war, aus Atletico-Sicht, also vor allem aus einer Spielersicht von Juan Fran, dass er derjenige war, der die Verlängerung eigentlich möglich macht durch seine Vorarbeit für Carrasco. Und dann derjenige ist, der den letzten, der den finalen Elfmeter oder den man nicht verschießen darf, eben verschießt. So ist es, so ist es. Bei Real Madrid muss man dazu sagen, das habe ich vorhin gesehen, Lucas Vázquez ist der erste Schütze gewesen in diesem Elfmeterschießen. Verrückt, oder? Ja, der neuerdings Rechtsverteidiger ist. Ist er das? Spielt jetzt öfters mal hinten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich würde behaupten, dass ich seit Dezember kein Realspiel über 90 Minuten geschaut habe. Über 90 wird schwer bei mir auch. Ja. Also so mal phasenweise reingeschaut, das schon, aber so 90 Minuten Real, das war lange nicht mehr der Fall. Ja, ich habe jetzt am Wochenende festgestellt, dass ich habe weniger internationalen Fußball geschaut, weil es mich so stresst. Und ich dann gesagt, jetzt musst du aber eigentlich in Serie A rüberschalten. Aber Moment, ich will jetzt noch Chelsea gegen Manchester weiter gucken. Ja, naja. 5:3, es ist wieder der Heartbreak und es ist natürlich der Beginn von der Dominanz von Real Madrid für 3 Jahre. Es war noch nie gesehen, was dann vorkam. Antoine Griezmann verschießt in diesem Finale ja auch einen Elfmeter in der regulären Spielzeit. Ah, es hätte da passieren müssen für Atletico. Ja. Es hätte da passieren müssen, man kam nie wieder auf die Höhen. Ich gehe Marvel. Wäre auch meine Intuition gewesen, Marvel, ja. Das erste von den beiden hatte nochmal eine andere Story. Fand ich auch. Story, ja, wegen, krasser war. Also. Wegen der, ja. Und dann gehen wir weiter. Ja. Ins Jahr 2017. Juve ist zurück. Wieder mit der großen Hoffnung. Dieses Jahr schaffen wir es. 4:1. Kommt man unter die Räder. Was man Juve zugutehalten kann, ist, dass sie eins der schönsten Finaltore aller Zeiten in der Champions League geschossen haben. Mandzukic? Ja. Das war natürlich eine Bombenbude. Das ist richtig. Da weiß ich noch, war ich auf einer... Da hat ein Kumpel von mir, der überhaupt kein Fußball erfindet hat, Geburtstag gefeiert und wir waren bei dem und ich hatte mir so ein kleines, damals musste man das noch machen, so einen kleinen Campingfernseher mitgebracht, auf dem ich dann dieses Spiel hatte parallel laufen lassen, ja. Ja, Mario Mandzukic hat ja auch für Bayern getroffen gehabt im Finale, ne? Also er ist ein Mann für die großen Spiele. Ein BGP. Und es ist, so ist es. BGP, Big Game Player. Ja. PGP ist die Abkürzung von unserem Pro Club.
Ah, PGP. Ja. Versteht das? Pick Game Player? Kann ich nicht sagen. Kann ich leider nicht sagen. Ist geheim. Ist geheim, ist streng geheim. Das wissen nur Mitglieder. Cristiano Ronaldos bestes Champions-League-Finale wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja. Am Ende des Tages alleine den Deckel drauf. Zwei Tore, er macht's 1-0, er macht's 1-3. Ansonsten treffen Mario Mandzukic, Casemiro und Marco Asensio. Und es war ein Finale, das ja, ging mit 1-1 in die Halbzeit. Und dann wurde in der zweiten Halbzeit relativ schnell deutlich, in welche Richtung es gehen würde. Ja. Und hast du irgendwelche spektakulären Erinnerungen daran? Nee, also es ist für mich ein Schlafhilfe gewesen. Ja. Es war, also, ja. Ich habe nur ein Finale, das kommt noch, was ich ins unterste Tier packen werde. Das kommt. Ja. Ich weiß welches. Das hier ist es nicht. Ja. Das hier geht. Okay, weißt du, weil es natürlich das, die erste Titelverteidigung ist von einer Champions League Mannschaft. Ja. Deswegen gebe ich ihm Marvel. Höher gehe ich trotzdem nicht. Ich bleib bei Einschlafhilfe. Ja. 4-1, Finale. Pff. Ja, ist in Ordnung. Deutlich, deutlich. 3-1 Real Madrid gegen Liverpool 2018. Das Loris Karius-Spiel. Gareth Bale sagt, mein Tor war schöner als Mario Mandzukic. War es das? Ja. Fand ich auch. Ja. Ja. Gareth Bale, geiler Typ. Benzema, Sadio Mané, Bale. Wie gesagt, Loris Karius leider sehr, sehr unglücklich in diesem Finale. Das war diese unsägliche Show vorher, ne? Hat er nicht Will Smith gerappt oder sowas? Kann sein, ja. Oh. Das war mein erstes Finale in Berlin, wo ein Kollege von mir, der Praktikant in Erfurt bei den Grünen war, dann rübergekommen ist. Der ist großer Liverpool-Fan. Und wir waren hier in der Magnetbar, glaube ich, heißt die. Ja. Ja, kann natürlich sein. Ja. Das ist so Prenzlauer Berg, Mitte. Das ist auf jeden Fall auf dieser Straße, die genau, hoch am Weinbergpark. Genau. Ja. Immer das, viel zu voll, aber gutes Bier. Da sind wir halt irgendwie 5 Stunden vorher aufgeschlagen, um reinzukommen. Dann weiß ich noch, vorher lief noch das Aufstiegsfinale in der Premier League mit Fulham gegen Aston Villa, glaube ich. Und das stimmt, das habe ich mit meinem Kumpel Arne geguckt. Ja. Ja, und dann kam halt dieses Spiel und die Stimmung drin war überragend, was da gesungen wurde. Und aber das hauptsächlich war, Liverpool vermutet? Ja, komplett Liverpool, Aber es war überragende Atmosphäre da drin, das war richtig, richtig nice. War dann bitter, dass es dann den Ausgang nimmt. Und Liverpool hatte keine Chance leider. Das stimmt nicht. Das finde ich, das stimmt nicht. Findest du wirklich, hattest du wirklich das Gefühl, dass sie das gewinnen könnten? Hatte ich wirklich, ja. Ich irgendwie nicht. Da muss ich dir wirklich, also aus persönlicher Sicht widersprechen. Ja. Ich finde, die kontroverse Salah-Verletzung, die wir ja schon mal lang und breit diskutiert haben. Und du meinst, wo Salah versucht, Sergio Ramos... Lass doch bitte nicht... aber es ist ja was passiert ist. Ja, aber ich hab ja komplett wertfrei gesagt, die Verletzung von mit Salah. Ja, und ich sage ja nur, Sergio Ramos, der hat da versucht, Sergio Ramos weh zu tun. Dass du da jetzt so eine Schärfe reinbringen musst. Also, das ist keine Schärfe, das ist die Wahrheit. Aber wenn die Wahrheit scharf schmeckt, dann... Und wenn das nicht passiert, who knows? Und 2 von 3 Realtoren sind... Kapitale Torwartfehler. Also ich fand, Liverpool war in dem Spiel drin und kann mit einem, wenn da schon Alisson Becker der Torwart ist, dann sieht es vielleicht anders aus. Drinne. Also ja, hast du wohl recht. Für mich war es, ich habe das zu Hause alleine geschaut, das weiß ich noch. Ja. Und ich hatte einfach nichts, bei mir ist gar kein Gefühl aufgekommen für dieses Finale. Mhm. Überhaupt nicht. Vielleicht auch wegen der Loris Karius-Geschichte, das ist mir so ein bisschen, weil ich natürlich mich schon gefreut hätte, wenn er einfach ein gutes Spiel gemacht hätte und so. Das war für mich kein besonderes Spiel, wirklich gar nicht. Ach, wild, ey. Ich habe das jetzt echt, also ich pack das in Best Picture. Best Picture? Ja, ich fand das war, also vielleicht, weil ich in dieser Atmosphäre so drin war. Ja, wahrscheinlich. Und vielleicht, weil ich gar nicht drin war in der Atmosphäre. Für mich war das echt ein wilder Abend. Auch dann danach, wie Karius sich so weinend entschuldigt bei den Liverpools-Fans und sie singen Don't Look Back in Anger von Oasis zusammen. Das war schon für mich ein Gänsehautmoment. Also ich fand das schon schön. Also ich gebe da Best Picture Award. Also ich fand das war... Ja, du hast wahrscheinlich recht, aber es hat sich für mich kam das Gefühl nicht auf und ich habe dann auch nicht gesehen, wie die, ich habe natürlich auch, ich habe es gesehen, wie Liverpool-Fans ihm da Mut gemacht haben. Aber ich habe auch direkt auf Twitter gesehen, wie Leute ihm gesagt haben, sie wollen ihm den Kopf abschneiden. Das fand ich alles ein bisschen eklig. Es gibt immer jemanden, der irgendwie den Kopf abschneiden will. Das ist leider so. Richtig, kannst du eigentlich von ausgehen, von jeder Person, die du auf der Straße siehst, irgendjemand auf der Welt will ihm gerne den Kopf abschneiden. Ich gehe, ja. Wegen der Geschichte um Loris Karius gehe ich gerade so in Marvel. Aber eigentlich fühle ich mich eigentlich wie eine Einschlafhilfe. Dann noch das Video, was danach kam, mit wo Johannes B. Kerner, Jürgen Klopp und Gambino zusammen singen und zusammen soffen. Moment, wir müssen sagen Campino, nicht Childish Gambino. Das wäre deutlich geiler. Ach stimmt, ja, Campino. Okay. Es war Campino. Ja, das ist natürlich auch wild gewesen. Das war nach dem Finale oder was ist ja danach? Das ich meine, das war nach dem, die haben ja auch, was sie gewonnen haben, auch zusammen gefeiert, aber es gab einfach ein Video, wo die dann gesungen Deutschlands Feind. Real Madrid had all the luck und so ein Kram oder sowas, keine Ahnung, das war wild auf jeden Fall. Komm, ich gehe Best Picture für mich.
Und das nächste, der große Triumph aus Liverpool-Sicht, war in meinen Augen das langweiligste, das war so unglaublich scheiße, zum gähnendste Champions League-Finale meines Lebens. Ja. Gratulation an Liverpool natürlich. Das ist, schmälert den Titel kein bisschen, aber es war beschissen langweilig. Das Schlimmste, was dem Spiel passieren konnte, war dieses Handspiel. Genau. Und nach 2 Minuten. Ne? Und Divock Origi, der Mann, der auch gerne mal einen Big Point setzt, macht in der 87. noch das 2:0. Du weißt, wie langweilig das Spiel war, wenn 2. Minute, 87. Minute, das ist einfach, das spricht schon Bände. Ich fand es auch kacke. Ich muss sogar sagen, dass ich wegen unserem englischen Host Matt in dem Spiel so ein bisschen für Tottenham. Mhm. Einfach war auch Tottenham im Champions League Finale. So, das fühlte sich in meiner Fußballsozialisierung verrückter. Ja. Und es fühlte sich mehr nach Once in a Lifetime an als Liverpool halt. Also, das schon. Ich habe trotzdem, glaube ich, für Liverpool gehalten, aufgrund der. Ja. Ich habe mich dann danach gefreut, trotzdem. Ja. Aber das war langweilig. Tottenham wirkte einfach mit diesem Anlass überfordert. Ja. Die haben zu keinem Zeitpunkt Liverpool wirklich gefährdet. Das war irgendwie, hat sich nie danach angefühlt, dass die zurückkommen können. Die sind nie richtig in dieses Spiel reingekommen. Ja. Und das hat es einfach extrem langweilig gemacht. Extrem langweilig. Und wenn du dir aber auch den Tottenham-Kader anschaust, da ist nun wirklich, glaube ich, kein einziger Spieler drin, der vorher mal ein Champions League-wichtige, auch nur ein Halbfinale oder sowas gehabt hätte. Während halt bei Liverpool Act Like You've Been Here Before, mussten sie nicht, weil sie alle schon mal da waren. Ja. Und zwar 12 Monate. Das war wirklich saulangweilig und ich gehe auch Goldene Himbeere. Was man, ja, Goldene Himbeere, was man da zugutehalten kann, beide Vereine waren dafür wiederum beteiligt, vielleicht an den besten beiden Halbfinalpaarungen, die ein Jahr mal zu bieten hatte. Das war Barca auf der Liverpool-Seite. Und Ajax-Tottenham. Oh, stimmt. Mit dem Lucas Moura-Dreierpack. Wo niemand mehr, wo wirklich man an einem Punkt angekommen war, wo man dachte, wer so, niemand kann Ajax stoppen. Ja, niemand kann Ajax stoppen, ja. Das stimmt. Lucas Moura, stimmt, der Hattrick. Und dann im Finale, nicht von Anfang an. Nicht mal eingewechselt, doch eingewechselt in der 66. Geholfen hat es nicht, Goldene Himbeere für den 6. Titel bei Liverpool. Und wir sind angekommen im Jahr 2020. Ja. Die Bayern, Kingsley Coman, zum 1:0 in der Bubble von Portugal. Das Problem ist einfach, dass es sich, wie soll dieses Finale eine Geschichte erzählen können oder eine Dynamik, eine Atmosphäre haben. Hat nicht die Chance haben. Bekommen. Nicht die Chance bekommen. Das ist einfach halt, das ist das Protokoll, das schmälert zu 0% das, was Bayern in diesem Jahr geleistet hat. Nee. Aber es ist einfach das Pech, dass es in ein Jahr gefallen ist, in dem man irgendwie nichts machen kann, außer mit den Schultern zucken und sagen, herzlichen Glückwunsch. Ist leider wirklich so. Ist leider wirklich so. Und nochmals, es schmälert wirklich nicht, was die Bayern gemacht haben, weil was die Bayern eben dort in Lissabon abgezogen haben, wie sie da durchmarschiert sind, ist ja Wahnsinn gewesen. Ja. Einfach Wahnsinn. Ja, ich meine, das 8:2 das 8:2 gegen Barca ist das Erzählenswerteste an diesem Titel. Ja. Mehr als das Finale tatsächlich. Schade eigentlich. Der einfach. Ich wollte gerade in die untersten zwei Tiers gehen. Nee, ich gehe in die Mitte, glaube ich. Aber ich habe mich dann erinnert daran, dass ja auch da Manuel Neuer einen wilden Tag hatte. Hat er? Ja, also es gab ein paar Momente, wo Neuer wirklich zugreifen muss. Ja, also stimmt, wo, stimmt, ja. Also da waren ein paar gute Sachen dabei. Und das ausgerechnet Kingsley Coman das Tor macht. Per Kopf, der danach zugibt, dass er eigentlich Angst vor Kopfbällen hat. Robert Lewandowski kriegt endlich seinen gottverdammten Titel. Marvel. Unter anderen Umständen, in einem anderen Szenario vielleicht mehr gewesen, aber in dem Kontext dieses Jahres ist es ein Marvel-Titel. Ja, finde ich in Ordnung. Und damit sind wir fertig. Jo. Jetzt die große Frage, sollen wir wirklich die alten Finals noch ranken? Bis 92, das müsst ihr euch überlegen. Wir glauben es eigentlich nicht, ne? Haben wir eigentlich. Ich müsste halt ehrlicherweise wahrscheinlich die Hälfte von denen nochmal gucken. Ja, ich auch. Um überhaupt eine Verbindung zu haben zu irgendeinem Spiel. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, 5 vorhin zusammengestolpert in unserem Gehirn. Ja. Das war. Ja. Das soll es eher nicht sein. Schreibt uns lieber in die Kommentare, was euer Ranking ist und was wir ranken sollen. Oder? Jo. Sonst noch irgendwas? Nee. Dann macht's doch gut.